Willkommen zurück. Junge, selbst wenn wir nach Tyr suchen wollten, wie sollen wir nach Svartalfheim gelangen? Du weißt, dass Odin alle Wege zwischen den Welten versperrt. Sindri sagte, er hätte da ein paar Ideen. Sindri hat ständig Ideen. Willkommen zurück zu Let's Play God of War Ragnarök. Folge 3. Wir haben gerade erfahren, dass es... Der Boden sieht hier rissig aus. ...dass Tyr noch leben könnte. Ja, kann man damit auch was machen? So vielleicht? Also wir müssen wahrscheinlich noch ein bisschen weiter rum, oder? Mach jetzt hier hoch. Achso, ein bisschen umgucken noch tatsächlich. Waren wir überhaupt überall schon? Jetzt hier hin, ne? Hier waren wir auch noch nicht. Man muss schon so ein paar Abzweige mal angucken, sonst weiß man gar nicht, wo man lang muss. Ja, ich hoffe, euch haben die ersten beiden Folgen gefallen. Es geht natürlich nahtlos weiter. Wir werden auch ein bisschen dranbleiben. Und ich freue mich schon extrem drauf. Weißt du noch, unser erster Trollkampf hier? Du hast dabei die Kontrolle verloren. Ah, er klettert nicht wir mehr von alleine. Wir müssen vorsichtig sein. Das ist sehr gut. Die Gefahr ist nah. Kannst du denn ohne Schild? Ist nicht mein erstes Mal. Okay. Wo kommen wir hier hin? Achso, nur zu einer Kiste, okay. Perfekt. Emir, was hast du von Odins Angebot gehört? An den Jungen? Nicht viel. Sie sind rausgegangen. Aber er hat es uns erzählt. Kein Grund zur Sorge. Was ist mit den Dingen, die er nicht erzählt hat? Oh, er traut seinem Sohn nicht so richtig, glaube ich. Merkt, also fühlt sich zumindest gerade so an. Das könnte noch spannend werden. Also, was heißt, er traut ihm nicht? Ich meine halt so, ne, das Angebot. Er hat nach Tyr gesucht, obwohl er nichts davon gesagt hat. Und so weiter und so fort. Das macht natürlich schon ein bisschen misstrauisch, auch aus Kratos Sicht. Das verstehe ich absolut. Da wäre ich auch erstmal ein bisschen skeptisch. Räuberanführer war das, okay. Da kamen wir her. Gut, weiter geht's. Genau, wir wollen ja einen Weg nach Svartalfheim finden. Fast zu Hause. Denn Tyr lebt noch. Bruder, auf ein Wort. Nimm dem Jungen seine Neugier nicht übel. Das gehört zur Jugend dazu. In meiner Jugend lernten wir Gehorsam. Und das wünschst du dir für ihn? Er wird so oder so seinen eigenen Weg gehen. Wenn du nicht willst, dass er dir den Rücken zukehrt, dann reiß dich zusammen und geh eine Weile mit ihm. Heim. Wenn wir einen Weg fänden, nach Svartalfheim zu reisen, würden wir bestimmt viel nützliche Ausrüstung finden, mit der... Genug. Wir tun es. Wirklich? Aber wenn wir Tyr nicht finden, gibst du deine Suche auf. Endgültig. Klasse. Du wirst es nicht bereuen. Okay, Kratos hat sich erweichen lassen. Das ist quasi der Hinterhof wieder unseres... Kratos! Ach, Sindri ist auch da. Sindri! So war ich hier stehe.
Ist das Atreus? Ist das lange her? Bist du groß geworden? Ja. Also, wenn ihr mir folgen würdet, Brock meinte, dass ihr eine Unterkunft für die Nacht braucht und ich glaube, eure Lieblingszwerge können euch da helfen. Wir sind noch eure Lieblingszwerge, ja? Wir kennen keine anderen Zwerge. Auch gut. Nach euch, meine Freunde. Okay, immer wieder zwischen die Welten. Wohin gehen wir? Zur saubersten Hütte in den neuen Welten. Und ich hoffe, das bleibt auch so. Damit meine ich niemanden persönlich. Kratos. Nach dem Vorfall mit Thor haben wir ein paar Räume für euch hergerichtet, bis ihr euren nächsten Zug geplant habt. Wir sind gleich da. Bisschen mehr Farbe reingekommen, oder? Im Vergleich zum ersten Teil. Wie ihr sehen könnt, haben wir uns hier in der Zwischenwelt niedergelassen. Es ist nicht viel, aber wir sind sicher vor Fimbulwinter und vor Odins Augen. Und die Aussicht ist unschlagbar, wenn man grau schimmernde Leere mag. Großartig, Sinn. Eigentlich wollten wir mit dir über einen Plan reden. Faszinierend. Kommt rein, kommt rein! Also, bitte tretet die Füße ab. Und zwar gründlich. Ich warte. Du trittst die Füße nicht ab, oder? Also gut. Die Schlafzimmer sind da. Die Küche ist gleich dort. Hat jemand Hunger? Kratos? Hunger? Ich brauche nichts zu essen. Was wir brauchen, ist deine Hilfe, nach Svartalfheim zu reisen, um Tyr zu retten. Tyr? Am Leben? Ich meine das... Was? Schon gut. Ich hab's ihm erzählt. Alles? Wegen dir war mein Sohn ungehorsam. Nein, ich hab auf ihn aufgepasst. An deiner Stelle. Kein Risiko. Alles war sehr sicher. Kann jemand was sagen? Jetzt ist nur wichtig, dass wir wieder das Reisen zwischen den Welten ermöglichen. Und du kennst einen Weg? Ja, tu ich. Aber es ist bloß da. Da ist sehr viel Schlamm. Warum hast du den Weg dann nicht schon geöffnet? Weil wir für etwas ganz Bestimmtes deine Hilfe brauchen. Oho! Die Huldu-Brüder brauchen also endlich die Dienste des klügsten lebenden Menschen. Genau so ist es. Hey! Nicht so schnell! Wie ist das reingekommen? Was bei Hel ist das überhaupt? Das ist mein Sohn. Was in Jorn Smidas Namen ist mit ihm passiert? Er ist jetzt viel zu groß und sieht jetzt so aus. Ist deine Schuld. Also los jetzt, besorgen wir ihm etwas, das wenigstens passt. Er wird einfach älter, du dummer Trottel. Hattest du nie eine peinliche Phase in deiner Jugend? Hey! Was geschehen ist, ist wohl geschehen. Aber ab sofort sprichst du besser ein Machtwort, wenn du weißt, was gut ist. Oh, er versucht's. Glaub mir. Gut, dann rüsten wir euch scheiße mal aus, bevor ihr euch wieder herumtreibt. Beginnt damit. Ziemlich ramponiert. Wär's dir nicht lieber, wenn ich einfach ein neues mache? Es ist mir sehr wichtig. Mal sehen, was ich tun kann. Und bis dahin, warum mache ich dir nicht etwas, um über die Runden zu kommen? Okay. Stellen Sie Rüstung, Waffen, Set-Zusätze und Gegenstände mit gesonderten Ressourcen her und verbessern Sie sie. Die verschiedenen Dienstleistungen des Ladens können Sie über untere Navigationsleiste aufrufen. Brock hat genug Material, um einen neuen Schild zu schmieden. Drücken Sie nach unten, um zum Schildmenü zu gelangen. Ich habe gerade nur das Material, um eins davon machen zu können. Wenn ihr mir mehr Ressourcen bringt, dann sehen wir weiter. Okay. Das ist so sicher, ne? Aber ich sag mal so, ich... Achso, das lädt sich auf so ein bisschen, oder? Und dann, und dann kann man damit zurückschlagen. Verstehe. Und das ist quasi direkt. Man muss nur richtig parieren. Wir probieren immer noch das mit dem richtig parieren. Gut.
Kratos Blockenfähigkeit ist wiederhergestellt. Es wird Zeit, Atreus neue Rüstung zu besorgen. Rüstung? Brock kann maßgeschneiderte Rüstung für Atreus herstellen, navigieren Sie mit ne, noch zur Begleiterrüstung. Wenn der Junge unbedingt weiter wachsen will, sollte er sich regelmäßig neue Klamotten holen. Herstellbare durch Amboss-Symbol, ja, okay. Okay, was können wir machen? Brustrüstung. Okay, gegen Ende wird es ganz schön teuer, aber... Block und Paraden haben eine moderate Glückschance, keine Explosion zu verstärken. Okay. Was ich jetzt nicht verstehe, die haben wir alle schon, aber das müssten wir erst herstellen. Da unten noch. Spezial verkaufen. Leviathan-Axt. Fimbulwinter hat unser Mädchen ziemlich mitgenommen. Ah, kann man auch verbessern. Sie braucht dringend etwas Liebe von Brock. Nice. Die können wir noch nicht, weil wir noch keine Chaos-Flamme haben. Ich habe ein paar Sachen von dir gefunden und in die Truhe gesteckt. Was würdest du nur ohne mich tun? Ich schau mich um. Seh mir mein Zimmer an. Sag Sindri Bescheid. Ich wusste, wir haben etwas vergessen. Okay. Ich würde mal ganz kurz noch was gucken wollen. Rüstung. Ah, guck, wir haben nämlich noch mehr Sachen. Wir haben ja auch den Dämmertal-Brustpanzer. Und das Schneewehe-Brustschild und so. Hochschleudern eines Gegners, okay. Was hier? Was ist das für ein Menü? Also das ist quasi die Sortierung nach Attributen. Okay. Dieses Haus ist toll, Sindri. Hast du alles selbst gebaut? So sieht's aus. Okay, warte mal, ich geh nochmal kurz zu Brock. Das ist jetzt das erste Mal, da müssen wir natürlich ein bisschen gucken. Was darf sein? Wie man was macht und so. Genau, Schneewehe-Brustschild haben wir jetzt quasi an. Und das könnten wir jetzt verbessern. Okay. Interessant. Armrüstung könnten wir wahrscheinlich auch. Schneewehe-Panzerhandschuhe, genau. Brauchen wir halt immer ganz schön was dazu. Aber geht auch ganz schön hoch dann. Erhöht die Betäubung bei Gegnern in der Luft. Erhöht die Rate mit der Rage beim Angreifen von Gegnern. Rage. Staatsbefall. Okay. Hüftrüstung. Hüftrüstung. Ich würde sagen, wir verbessern erstmal die Schneewehe-Brustrüstung, oder? Die ich dir gemacht habe. Hab sie benutzt. Ich hab mir meinen wohlgeformten Hintern aufgerissen
um dir alle möglichen Brustschilde und Schulterrüstungen zu schmieden. Und jetzt stehst du vor mir und bist so gut wie splitterfasernackt. Vielleicht bist du diesmal ein bisschen vorsichtiger damit. Werde ich nicht. Aber schönes Haus, also ordentlich natürlich, ne? Sindri. Ich wusste doch, dass du Hunger hast. Oh Gott, oh Gott. Das ist eins der Zimmer. Oh, das ist echt ein schönes Haus. Gefällt mir, wie das so detailreich eingerichtet ist. Hier bewahren sie wohl das Essen auf. Schön, die Wahl zu haben, wenn ich hungrig werde. Wir sind aber immer noch zu Gast, ne? Also ich sag's. Ich hoffe, alles ist zufriedenstellend. Wie kommen wir zu den Welpen? Wir brauchen nur etwas hinten aus der Werkstatt. Mir nach und bring den Kopf mit. Also, wo genau wird Tyr festgehalten? Er ist irgendwo in einer Mine gefangen. Mehr wissen wir nicht. Die Welt ist voll von Minen, wie ihr wisst. Ihr werdet es eingrenzen müssen. Oh, ihr solltet mit Dürlin sprechen. Wer ist Dürlin? Er ist ein Vetter von uns, sozusagen. Arbeitet an der Sicherheit der Stadt. Er sollte Zugang zu allen möglichen Informationen über Minen haben. Und er ist definitiv kein Freund von Odin. Darum hat deine Mutter ihn um Hilfe gebeten, als sie eine Rebellion anzetteln wollte. Bereit? Eine Rebellion? Wusstest du davon? Ich wusste es nicht. Ein Rebellenanführer, der Mutter kannte. Genau den brauchen wir. Ich glaube, ihr habt das Tada verpasst. Naja, auch nee, egal. Hab ich gehört. Ich habe das im Handumdrehen eingeölt. Wir treffen uns vor dem Tor. Rebellenanführer? Dürlin? Ha! Das ist weit mehr Ehre, als er verdient hat. Hm? Und du? Du erinnerst dich so an Dinge, wie auch immer sie dir gerade in den Sinn kommen, oder? Du vermutest wahrscheinlich, dass Dürlin einfach nur darauf wartet, bis ein paar Streuner auftauchen und nach mächtig Ärger suchen. Was meinst du, Brock? Hilft er uns oder nicht? Oh, ignoriert mich. Er steht dem alten Brock nun wahrlich nicht zu, meine Verwandten zu verunglimpfen. Diesen Schmutzfänger einmal ausgenommen. Das ignoriere ich. Schön, dann geht Dürlin besuchen. Seht selbst, wie gut das läuft. Aber seid gewarnt, er ist nicht die freundliche Art von Zwergenvolk, die ihr gewohnt seid. Oh, er ist ja, so hohe stinkig, Ansprüche. Wie es nur geht. Und drückt sich komisch aus. Das klingt nach einer guten Vergleichsstudie. Das ist so gut. Das ist echt so gut. Ich muss ja sagen, ich habe zwar den direkten Vergleich nicht, aber ich mag die Übersetzung bis jetzt eigentlich sehr gut. Oder gefällt mir eigentlich sehr gut, also. Nichts zu beanstanden. Sind das irgendwelche Drachen? Sie sind so weit weg, ich kann die Größe nicht schätzen. Oh. Die sehen aber nicht sonderlich nett aus. Fressen die an dem Weltenbaum rum? Wir brauchen nur den Bifrost und den Kopf. Brock, nimm du ihn. Ah, das ist dann wohl der Teil, der meine Hilfe erfordert. Ganz genau. Dieses Gerät hier wurde nach deinen Maßen angefertigt. Damit erhältst du einen besseren Blick auf das Problem mit deinen besonderen Bifrost-Augen. Also gut. Kann ich es irgendwie kontrollieren? Oh nein. Nein, 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 nein. Damit halten wir dich bloß fest, um das Licht in deine Augen zu strahlen. Ah, Sindri, du elender Mistkerl! Das sieht echt witzig aus. Öffne sie jetzt! Ich hatte wirklich gehofft, nicht die Augenklammer nutzen zu müssen. Tu es! Ja, das ist gut und lösen! Immer noch! Unangenehm! Unser Stichwort. Los, schnell! Ich komme! Verbreisvögers Eier! Wofür war das denn? Das wirst du bald sehen. Nur kurz justieren. Fertig. Das sollte reichen. Siehst du? Kein bleibender Schaden. Ich geb dir einen bleibenden Schaden, du Witzling. Kratos, wirf mich auf ihn. Hörner voran! Och, verstehst du, alte Ziege, keinen Spaß?
Der Bifrost ist defekt. Jetzt, wo wir diese Tore zur Nutzung von Yggdrasil-Samen umgestellt haben, braucht ihr keinen Reisetisch und keine Bifröstlampe mehr. Sie hat auch Licht gespendet. Ah ja, guter Hinweis. Ich lass mir was einfallen. Aber sieh dir das zuerst an. Ich zeig dir, wie es funktioniert. Richte deinen Schlüssel auf die Rune für Svartalfheim. Rechts, konzentriere dich. Das sollte euch zum Sumpf außerhalb der Stadt Nidavellir bringen. Geht zum Marktplatz und fragt in der Taverne nach Dürlin. Ist er in der Taverne bekannt? Dürlin war immer ein unverbesserlicher Säufer. Er könnte sich zwar völlig geändert haben, aber ich vermute... Nein. Willst du mitkommen? Oh, ich schau vielleicht vorbei. Aber die Sümpfe sind feucht. Und die Grimme sind überall. Fiese, schleimige, stinkende Kreaturen. Aber viel Glück! Danke. Warte, was? Viel Glück! Die Suche nach Tyr begonnen. Spürt ihr das? Da ist doch die Tür. Was denn, Junge? Alles, einfach alles. Es ist warm. Ja. Ha. Ein Vogelspion weniger. Wir könnten dieses Boot nehmen, wenn ich es nur loskriege. 48 gibt's diesmal. Vorsicht, Junge. Ein paar weniger als letztes Mal. Ah. Noch ein Scheusal! Links! Ah, da. Achtung! Hinter dir! Die sind ja lästig. Sind die so schnell? Hinter dir, Bruder! Nüster! Scheuser, links! Na? Gott, sind die lästig. Weil die hören gar nicht auf. Wie viel kommt denn da noch? Na, das geht ja schon recht munter los. Atreus, du warst unachtsam. Dafür ist das Boot los. Da waren die alle drin, oder was? Die haben sie da drin versteckt. Wir waren leider gerade beide links. Wir haben da nicht aufgepasst. Entschuldigung, Andreas. Ich dachte, man kann die mal 3 Sekunden alleine lassen. Ich kann kaum glauben, dass Mutter hier einen richtigen Aufstand anführte. Gegen Odin. Und es nie erwähnt hat. Dass der kein gutes Ende nahm, könnte sie davon abgehalten haben. Was deine Mutter vor uns tat, war ihre Sache. Hast du je gefragt? Augen aufs Wasser. Das sind Ressourcen. Mutter nie nach früher gefragt hast. Worüber habt ihr denn dann gesprochen, als ihr euch kennengelernt habt? Hast du bloß gesagt... Weib, hüte das Haus, ich gehe am Fluss angeln. Und du dann 5 Tage allein gelassen? Nein. Deine Mutter konnte viel besser angeln als ich. Weib. Sehr lustig. Dieses Rad blockiert den Kanal. Ich schätze, wenn man es drehen kann, sollten wir durchkommen. Das ist also Feuchtland, ja? Trifft es gut. Es ist ein Sumpf. Der Gestank brennt mir in den Augen. Es ist deutlich intensiver als bei meinem letzten Besuch hier. Jetzt, wo du es sagst. Mein gutes Ding, ja. Einfach Zerstörungssiegel, das heißt, da können wir schon mal das erste wegmachen, wenn wir schon mal hier sind. Ich sehe bloß die anderen beiden noch nicht. Kommen wir mit den Klingen hoch? Ne. Ne.
Tyr war ein Freund der Riesen. Ob er und Mutter sich kannten? War er Teil der Rebellion hier? Gut möglich. Der Kriegsgott setzte sich oft für die Riesen ein. Auch wenn ich nicht weiß, ob er sich je offen als Verbündeter bekannte. Na los, es muss einen schnelleren Weg runtergeben. Aber hinten ist noch eins gewesen. Wow. Sag mal. Ich glaube, wir sollten das von hier aus gar nicht treffen können, sondern das hätten wir von da unten treffen müssen. Aber wo ist das dritte? Ich will jetzt nicht darüber rutschen, weil dann kommen wir ja nicht mehr hin. Also wir kommen schon mal wieder irgendwann hier hin, aber ich wollte eigentlich die Kiste mitnehmen. Ich geh nochmal runter. Guck nochmal fix. Erstmal auch an die Lichtstimmung hier gewöhnen. Das hört sich komisch an, aber es ist so tatsächlich so. Erstmal dann gewöhnt, dass hier alles ein bisschen anderes beleuchtet ist und aussieht, weil da fällt einem sowas gar nicht so leicht auf. Weiß er nicht, ob man. Ja. Kommt man jetzt da rüber und hoch? Ah, jetzt kommen wir den Klingen da hoch. Okay. Verstehe. Sieht aus wie ein Artefakt des Zwergenwiderstands. Redmars Armschutz. Vater von ein paar Zwergen, die du vielleicht gut kennst. Brock möchte die Dinger vielleicht zurückhaben. Besser in seinen Händen als hier draußen. Ah, jetzt kriegt man pro Apfel mehr Gesundheit. Okay, nicht mehr drei sammeln, sondern man kriegt direkt mehr Gesundheit. Dann lohnt es sich ja umso mehr, als wir nochmal hier runtergegangen sind. Ich dachte erst, ist jetzt nur einer von dreien, das macht jetzt nicht so viel aus, aber wenn man direkt mehr Gesundheit kriegt, dann ist es natürlich schon sinnvoll, dass man das gleich macht. So, weiter geht's. Weg von dir! Furchtloser Schild. An das Schild, aber. Noch einer.
Okay, waren alle, oder? Beruhigend. Gut, das Rad hier oben muss sich irgendwie drehen lassen. Achtung! Wie wär's mit einer Warnung, bevor man mit der Nase voran zwischen zwei Backen endet? Der Boden. War das ein Erdbeben? Sowas kommt in Svartalfheim selten vor, ist aber nicht gänzlich unbekannt. Bei all dem Bergbau muss das Land ja durcheinander geraten. Füße von hier an das Rad heran? Oh, wow. Ganz genau so abgesenkt, wie wir es brauchen. Ich habe nachgedacht. Es ist so warm. Vielleicht nicht deshalb, weil die Kälte noch nicht hier ist, sondern vielleicht ist es einfach anders in Svartalfheim. Ja, Junge. Fimbulwinter befällt nicht alle Welten auf dieselbe Weise. Seltsam, dass es durch Fimbulwinter nicht immer Winter wird. In Midgard schon. Aber wie du siehst, sind die Auswirkungen hier von eher gasförmiger Natur. Beobachte die Geysir. Beachte den bereits erwähnten Duft. Diese Folgen waren schon zuvor in gewisser Form vorhanden, doch nun sind sie extremer. Hm. Oh, hier kann man anhalten. Der gedroppt. Bestienfett. Muss mir jetzt auf alles achten. Im Spiel. Was Gutes gefunden? Boah, man kann sich nicht beschweren. Hängen auch wieder so Tropfen im Wasser. Wie im ersten Teil. Go!
Okay. Sind nervig, wolltest du sagen. Die Geysire sind draußen. Ich glaube, wir müssen das Rad bewegen, aber das Wasser ist zu flach. Ob das von hier überhaupt geht oder nicht. Von hier wahrscheinlich dann eher, oder? Ja. Ja, das Rad dreht sich und das Tor senkt sich. Der Einfallsreichtum der Zwerge. Zurück zum Boot. Wenn die Zwerge in dieser Welt so sind wie Brock und Sindri, ist es kaum denkbar, dass sie zu Odin stehen. Tja, viel zu oft lässt man sich auf kurze Sicht von Eigennutz blenden. Odin bot ihnen Sicherheit. Und ihm zu trotzen, ist nicht ungefährlich. Vielleicht brauchen sie nur ein paar Götter, die ihm mal die Stirn bieten. Atreus, deshalb sind wir nicht hier. Das war nur ein Witz. Krieg ist kein Witz. Vor allem nicht, was Götter anbelangt. Wollte sagen, wir hatten schon lange Zeit keinen Gottkomplex mehr. Atreus, wird Zeit, dass wir wieder einen haben, oder? Sieht aus, Atreus, als wolltest du Tyr als Verbündeten für den Krieg rekrutieren. Ich will uns eine Option offen halten. Wir sollten weiter. Ich bin froh, dass wir hier sind und eine neue Welt erkunden. Vielleicht genießen wir einfach die Wärme. Offenbar müssen wir das Tor öffnen, wenn wir nach Nidavellir wollen. Wir haben ganz schön viele Tore hier hingebaut auf dem Weg dahin. Schnell. Wie sollen wir ihn fangen? Flankier ihn. Greif von hinten an. Gut. Geschafft. Mal sehen, was er hat. Gott, hat er ganz schön viel dabei gehabt in seinem kleinen Körperchen. Warte! Da oben! Die Hälfte hätten wir. Da muss noch eine Kette für den Rest des Tores sein. Da! Eine Kette, die wir hochziehen können. Achso, wir können erstmal darüber dadurch. Hier liegen noch ein paar Rohstoffe. Und hier, wir haben wieder Monster. Gif, rechte Seite! Wo ist denn da das Monster? Ich sehe es. Ach, da oben dran hängt es. Den Geysir von hier öffnen? Oh,
Ich glaube, ich hab's. Wenn man den Geysir einfriert, dreht der Druck das Rad. Siehst du von dem Klotz aus was? Kommen wir da nicht hoch? Schade. Wir kämen da jetzt hoch. Und wenn wir den Geysir unter dem Rad einfrieren? Vielleicht. Ah, da trägt uns das Ding hoch. Okay. Ich verstehe. Eins von Quasirs Gedichten. Sehr anspruchsvoll. Du sollst. Eine Geschichte unaufhaltsamer Genialität ersonnen von Quasir. Stell dir vor, lieber Leser, ganz nach Belieben, Kreaturen aus Metall, kreischend durch die Lüfte fliegen. Auch durch die Meere schwimmen sie und übers Land sieht man sie rennen. Doch eine zwingt sie in die Knie, eine Kriegerin unschwer zu erkennen. Woher sie kommt, viele Fragen weckt. Ihr Haar trägt die Farbe von Blut, so rot. Verbotene Orte sie stets entdeckt, vergraben im Schlamm, doch beileibe nicht tot. Wer kann diese Maid nur sein, die mehr ist, als den Anschein hat, die ihr Volk retten will ganz allein und diese Bestien erschlägt in der Tat. Das alles sammeln, die du findest. Klingt ein bisschen nach unserer Frau. Rothaarig, Kriegerin, Stirnbeten. Junge, sag mir doch bitte, was genau du dir von Tyr zu lernen erhoffst. Naja, wie gesagt. Dass er mir etwas über Loki erzählen kann. Ich würde auch gern seine Geschichten hören. Von Reisen in andere Länder, von Riesen und vielleicht wie es damals war zu kämpfen. Nur aus reiner Neugier natürlich. Neugier. Hoffen wir, dass Tyr in Plauderlaune ist, nachdem er so lange eingesperrt war. Nicht alle von Odins Gefangenen sind so charmant und redegewandt wie ich. Wir haben keinen Beweis, dass Tyr hier ist. Ja. Deswegen darf man doch noch ein bisschen Hoffnung haben, oder? Kratos, jetzt sei mal nicht das so pessimistisch. Erdbeben vorhin. Ist noch eins geben wird? Unwahrscheinlich. Aber geologische Störungen sind in der Regel unvorhersehbar. Wenn die Geysire und der Geruch hier durch Fimbulwinter zugenommen haben, dann die Erdbeben vielleicht auch. Ja, da könntest du recht haben, Junge. Na, wir sind da. Da vorne. Wow, das sieht wie eine Stadt aus. Herzlich willkommen in Mid Avenir. Hey, Zwerge! Oh. Sie rennen weg? Nicht herzlich Empfang aber. So einen Alarm würde ich nur auslösen, wenn ich meinen Körper noch hätte und fürchten müsste, ihn zu verlieren. Aber warum wegen uns? Sie haben Angst. Ganz sicher ein Alarm, fürchte ich. Wieso verstecken sich alle? Wachsam bleiben. Kurz mit euch reden? Die helfen uns sicher nicht. Suchen wir Sindaris Taverne lieber auf eigene Faust. Ist das eine Statue von Odin? Er muss hier echt beliebt sein. Oder gefürchtet. Ich finde schön, wie alles ein bisschen kleiner ist. Schön auf Details geachtet wird. Sindri! Hallo, ich bin weniger überrascht, denn ich wusste, dass ihr hier seid. Ich hab was für euch. Was ist los, Zwerg? Ich bin froh, dass ich wenigstens noch einmal hier war, vor Ragnarök. Och, könnten diese Pflastersteine reden? Dann hätten sie Münder. Dreckige, widerliche Münder.
Darf ich deinen Bogen kurz haben? Den solltest du dringend mal ersetzen. Die Vorteile von gewissen Materialien... Au! In ihrer Empfindlichkeit gegenüber Schallschwingungen wollte ich schon seit ziemlich langer Zeit genauer untersuchen. Danke, dass du es jetzt versuchst. Was wird es diesmal? Geduld. Ich finde, am besten sieht man so etwas... Oh, in Aktion! So. Oh, ziel auf dieses Tor dort. Doch bevor du schießt, sag Skalva. Skalva. Ah! Ich hatte nicht gedacht, dass du die Hälfte aller Kreaturen in Niederwelle aufsteckst. Woher sollte ich wissen, dass die da sind? Gut, also, Dürlin. Sindri, weißt du, wo die Taverne ist? Sehe ich aus, als ginge ich in schmutzige Tavernen? Aber die Kanalisation, in die du ein Loch gehauen hast, sieht ganz gut aus. Für dich. Sie müsste auf die andere Seite der Stadt führen. Andere Türen stehen euch hier auch nicht offen. Okay. Gehen wir auch gleich nochmal zurück. Da vorne war doch so ein Schwingungsding. Cooler Effekt aber auf jeden Fall. Noch ein Gedicht von Quasi. Die Armeen versammelt, neun Krieger sollt ihr sein. Ausgeruht und gesammelt, lang wird der Krieg sein. Die Kugeln hoch droben und Äste in der Hand. Ein Schwung, ein Zusammenprall, die Zuschauer stehen wie eine Wand. Neun Tage und Nächte kämpfen sie pausenlos. Stoßen vor, warten ab, sie wollen gewinnen, ganz groß. Bis irgendwann dann endlich der Staub sich lichtet und eine Armee als Sieger dasteht und die andere vernichtet. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir hier weiter, indem wir weiter nach dem neuen Zwerg suchen und in die Taverne gehen. In der Zwischenzeit entlasse ich euch mit einem wunderschönen Blick auf die wunderschöne Statue Odins und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei God of War Ragnarök. Bis dahin, haut rein, macht's gut und ciao.